bitte, das ist doch voll vor A. Was soll denn der Scheiß jetzt? Schöne Aussicht, das ist und bleibt Scheiße. Steffi bekommt heute Freunde zu Besuch und testet für euch die besten Lifehacks. Gleich der erste Lifehack ist eine kleine Herausforderung. Hieraus mache ich jetzt eine Kerze, die brennen soll. Ganz genau, Steffi. Und das nur bestehend aus einer Orange und Olivenöl. Als Hilfsmittel gibt es natürlich ein Messer und Feuer unterm Arsch. Eine Kerze. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, würde ich die jetzt einfach durchschneiden, das Öl da reinkippen und hoffen, dass das brennt. Ja, da habe ich schon durchgestochen, super. Ist das schlimm? In der Mitte soll ich was stehen lassen. Man sieht, ich arbeite nicht so oft mit Obst, weil ich Obst nämlich null mag. Ist überhaupt nicht meins. Fängt an, mir auf die Eier zu gehen, sage ich ganz ehrlich. Ach komm, ey, das ist doch völlige Pisse, wenn du ehrlich bist. Was soll der Tinnef denn? So fängt kein schöner Abend mit Freunden vorm Fernseher an. Das ist ein neuer Horrorfilm hier. Die Killer-Orange, ey. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, überfahrene Eichkarte, aber das war dann auch. Sieht das nicht aus wie ein Docht? Jetzt kippe ich das Öl da rein. Ach, ist doch Schwachsinn. Kann ich ja dann mit den Orangenstückchen hier so ein kleines Ding drunter bauen. Boah, hör auf umzufallen jetzt! Ah, läuft. Jetzt kann ich den Docht anzünden. Ich find's völlig bescheuert. Das ist doch totaler Tinnef, ist das doch. Gleich habe ich die Finger angekugelt, das Feuerzeug ist leer und ich habe immer noch keine Partykerze. Das ist doch totaler Quatsch. Nee, geht nicht. Nee. Das ist ja minus 400. Ja, woanders funktioniert das dann. Ja, ey, die verarschen euch. Ich habe doch jetzt gemacht, ich habe es ausgehöhlt, ich habe Öl reingemacht. Macht das doch zu Hause einfach mal. Und wenn das klappt, tut mir einen Gefallen. Auf defi@clipfish.de schickt mir den Quatsch. Ach, Pille, mein Arschloch. Geht nicht. Was auch nicht geht, ist das Tütenrascheln beim Chipsessen. Deswegen muss eine Schale her. Lifehack Nummer 2, eine Chipsschale bauen ohne Schale. Keine Schere, nichts dabei. Nur meine Hände. Boah, ich hab jetzt Angst, was kaputt zu machen. Dann ist das ganze Ding doch hin, ey. Ein Tipp. Du kommst ja beim ersten Mal wieder, ne? Möchte noch jemand aus meiner Chipsschale? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Die Pisse hier runterrollen. Oh, boah, guck mal. Oh ja, dann noch so, genau. Oh, boah, was eine geile Schale. Francesco, was sagst du dazu? Ah, finde die Schale wunderbar, Luigi. Ich auch, Francesco. Bitte, das ist doch voll vor A. Was soll denn der Scheiß jetzt? Schöne Aussicht, das ist und bleibt Scheiße. Ach, Teffi, vielleicht kann dich ein selbstgemachtes Schokoeis ja wieder versöhnen. Du hast 5 Minuten und ein paar Zutaten, Eiswürfel und ein Paket Salz. Boah, Leute, ey, das wird doch wieder eine Riesensauerei, ey. Wie soll ich denn daraus Schokoeis machen? Hast du das schon gemacht? Ja, selbstverständlich. Und er hat geklappt, ne? 1A. Ja. Nicht richtig? Ich bin jetzt nicht der große Crack in Chemie oder Physik, aber Eis kühlt natürlich etwas runter. Das dauert aber. Wenn ich das jetzt im Froster packe, wird es ja irgendwann auch ein Eis. Soll jetzt aber schnell gehen. Salz zieht
aus dem die Kälte raus, wenn ich das mit da reingebe und packe das automatisch in das Wärmere rein. Salz ist einfach so. Warum? Da müsst ihr zu Peter Lustig gehen. Ja, warum denn nicht so viel? Da kommt ja noch ein bisschen Eis dabei. Boah, jetzt mach mich doch nicht nervöser, als ich schon bin. Das ist praktisch vorm ersten Mal. Da kannst du nicht sagen, okay, zieh die Chaps an. Muss man behutsam mit mir umgehen. So. Okay. Boah, ey, das ist saukalt. Das tut richtig weh nachher. I make you sexy, punktklipfisch.de. Auch mal die Hüfte dabei kreisen und einmal rumdrehen. Gott. Bin ich jetzt Eiskonditor? Könnte mich ja so nennen, ne? Ich mache eine Eisdiele auf. Oh, aber... Die Kugel wird teuer. Die Kugel wird verflucht teuer. Ja, aber ich hätte, ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass es doch so gut klappt. Also, das beim ersten Mal. Sehr schön. Und jetzt der letzte Lifehack. Bastel einen Beamer aus einem Schuhkarton, einer Lupe, einem Spiegel und dem Smartphone. Ich gucke mir das einfach mal an. Das ist eine handelsübliche Lupe. Na, da hat man dann so ein bisschen großes Glubschauge, passt. Die kommt hier vorne einfach rein, sollte nicht durchfallen. Hat der Kollege perfekt gearbeitet. Ach nee. So, meine Lieben. Zack, so, die Lupe ist schon mal drin. So, jetzt habe ich hier den Spiegel und ich brauche mein Handy. Müsste das so da durch, müsste das ja hier größer rauskommen, ne? Ist das so? Ja, das sieht man schon. Ja, das ist jetzt alles nicht ganz so einfach. Ich klebe mir das jetzt erstmal fest, muss ich das da hinlegen. Das ist alles nicht ganz so einfach. Ich fahre mal eben ganz kurz. Ich möchte bitte darüber. Ich möchte da schon so ein bisschen sehen, weil das ist, die Funzel muss auch raus. Ja, das wird jetzt eine dunkle Geschichte hier, Leute, aber wenn ihr wollt, dass ich hier einen Beamer mache, dann muss es ja dunkel werden, ne? Im Moment sehe ich da irgendwo hier nur einen Punkt. Ach, boah, ja, sensationell. Also man sieht da ja jetzt so ein verschwommenes Bild irgendwo drauf, aber so richtig Beamer ist es halt noch nicht, ne? Aber guck mal, geht. Das geht. Kann mal irgendjemand Licht anmachen? Danke. Aber das ist schon geil, ne? Das ist schon eine geile Nummer, hätte ich jetzt nicht gedacht. Man kann ja auch noch eine Box selber basteln, die macht man dann hier auch noch dran. Und dann hat man hier sein eigenes Home Entertainment Center. Aber nicht für 14.000 Euro, ne? Das Wetter ist schön, die Gäste stehen vor der Tür, es fehlen nur noch ein paar Lifehacks rund ums Grillen. Deffi testet sie für euch in der nächsten Folge von Deffis Hackshow. Da bin ich jetzt ein bisschen riemig drauf, ne? Also da freue ich mich jetzt echt drauf.